Ja, moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video kann ich schon mal sagen, Merry Christmas. Heißt es Merry Christmas? Happy Christmas? Merry Christmas? Merry Christmas heißt es. Natürlich heißt es Merry Christmas, denn es steht auch auf dieser Anleitung. Dieses Set bauen wir heute. Es hat keinen Titel, es ist ein China-Set, aber wenn wir in die Anleitung gucken, die nicht sehr groß ist, sind ja auch nur 225 Teile, dann sehen wir bauen so eine Art, Schneekugel ist es gar nicht, sondern eher so ein Zylinder, wo dann der Weihnachtsmann drin steht und ein Tannenbaum und ein paar schöne Deko-Elemente. Kann man sich so nebenbei hinstellen, ist halt ein kleines China-Set, kam mal irgendwann so mit bei einer Bestellung, war dabei, hat glaube ich, ich weiß es schon ewig her, hat glaube ich irgendwie 5 Euro gekostet oder 10, was weiß ich. Das baue ich jetzt für euch, damit wir uns schon so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung bringen und dann geht's jetzt mal los. Also, ja, es sind jede Menge Tüten. Das ist natürlich eigentlich wieder überflüssig, aber was soll man machen? Hier ist eine Minifigur dabei. Und ein paar von diesen Mauersteinen und natürlich so die typisch weihnachtlichen Farben sind es, ne? Also Rottöne, Brauntöne, Goldtöne, Grüntöne, ganz hübsch eigentlich und deswegen habe ich es glaube ich auch damals mitgenommen. Ich glaube nicht, dass es jetzt besonders aufwendig ist und es kommt auf diesem Kanal ja auch noch auf jeden Fall das aktuelle Weihnachtsset von Lego. Das hier ist natürlich kein Lego, das sei schon mal an dieser Stelle gesagt. Ich packe jetzt die Tüten aus, dann geht es ins Speedbuild, geht ja ruckzuck und dann sehen wir uns am Ende gleich wieder.
ist auch schon fertig, unser kleines No-Name-Weihnachtsset. Also mit einem Weihnachtsmann, der vor einem Weihnachtsbaum steht und unten das Ganze irgendwie so auf so einer weihnachtlichen, ja, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall ist das hier eine Schublade. Und ich denke, auch hier lohnt es sich vielleicht, mal die Handycam anzuschalten. Das werde ich jetzt mal eben tun, damit ihr irgendwie seht, was ich meine. Dann schalten wir hier mal die Handycam an und gucken uns das Ganze nochmal aus der Nähe an. Also hier ist der Weihnachtsmann. Da unten ist die kleine Schublade. Was ich ganz schön finde an dem Set ist die Farbgebung. Es ist schön weihnachtlich bunt. Gut, das ist jetzt ein bisschen drollig. Ne? Dieser Bogen da oben, den hätte man natürlich auch in einer anderen Farbe machen können. Aber gut, sei es wie es sei. Das soll wohl eine Art Schneekugel darstellen, denn man hat da ganz viele von diesen Teilen reingeschmissen da, von den runden Fliesen. Und natürlich, sagen wir mal so, fragen wir lieber nicht, ob die Figur lizenziert ist. Und das hier unten kann man rausziehen. Diese Schublade, das soll also hier der Griff sein. Und immer wenn ich das hinkriege, es festzuhalten und gleichzeitig zu ziehen, ja genau, dann kann man hier diese Schublade komplett rausnehmen und kann dann noch süße Geheimnisse reintun, also zum Beispiel Süßigkeiten. Und dann kann man das wieder zumachen. Ja, ist ein kleines Set zum Mitnehmen so. Ne? Auch der Marktführer bietet ja solche Sets an, überhaupt kein Thema. Ich stelle es mir jetzt dann in die vorhandene Weihnachtsdeko und auf diesem Kanal kommt natürlich auch noch das Speedbild von dem aktuellen Weihnachtsset von Lego. Das sehen wir dann natürlich auch noch. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Danke euch fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es nicht längst gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.